Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, es ist soweit, wir bauen wieder weiter. Und zwar machen wir hier weiter mit dem Einfamilienhaus, beziehungsweise wir haben ja sowieso zwei Einfamilienhäuser als Auftrag angenommen gehabt, aber wir bauen jetzt hier erstmal ganz fleißig weiter. Und ja, da würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter und platzieren erstmal die Deckenelemente. Und ja, dann sehen wir einfach mal weiter, was da noch ansteht. Ich glaube, bei dem anderen Haus muss auch Material geliefert werden oder so. Ich weiß nicht, ob ich das auf dem LKW hier schon mitgenommen hatte oder nicht. Ich glaube aber nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Momentan haben wir alles da, um hier weiterzumachen. Deswegen machen wir hier weiter. Platzieren jetzt erstmal diese Deckenelemente aus Holz. Und dann gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter. Eins nach dem anderen. Wir haben ja keinen Zeitstress. Wir bauen ganz gemütlich hier weiter. Ich habe auch vielleicht noch die ein oder andere Überraschung während der Folge parat. Wobei einige von euch werden es wahrscheinlich erahnen, beziehungsweise wissen, worum es geht. Aber ich lasse euch da noch so ein bisschen im Dunkeln tappen. Wir bauen jetzt erstmal ganz gemütlich weiter. So. Wir bauen erstmal ganz gemütlich weiter. Jetzt nehmen wir auch schon mal die nächsten oder das nächste Deckenelement. Ich bin gerade überlegen, ob da in der Mitte die Treppe hinkommt, weil das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Kann sein, dass da die Treppe hinkommt. Ansonsten fehlt da so ein kleiner, ja, ein kleiner Bereich. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut, werden wir sehen. Werden wir sehen. Da kommen jetzt auch noch diese Dachelemente wieder drauf. Diese dachschrägen Elemente. Müssen wir mal gucken. So, das kommt dahin. Okay, dann ist die Treppe automatisch da entstanden. Und ja, da soll man Material verteilen. Ich habe gedacht, wir tun jetzt auch direkt hier diese Deckenelemente drauf, aber nicht. Okay. Ja, dann machen wir gerade mal was. Ich würde gerne nämlich mal was probieren. Und zwar, wir fahren einfach mal mit dem LKW hier vor. Wir fahren mal mit dem LKW ein bisschen vor. Ich habe da nämlich so Dinge vor. Ich habe Dinge vor. Sagen wir es mal so. Ich habe Dinge vor. Dafür brauche ich da ein bisschen Platz. Ich brauche da ein bisschen Platz. Ich will aber jetzt nicht die komplette Straße hier blockieren. Ich glaube, ich blockiere einfach mal hier die Straße so. Also diese Straßenseite. Indem ich einfach mal so das Ding dahin fahre. So oder so ähnlich. Ich krieg's noch hin. Ich krieg's noch hin. Ich schalte auch mal meine ganzen Warnlichter an. Bei mir muss man warnen, wenn ich hier rückwärts fahre. Nein, eigentlich ja nicht. Ich glaube, es gibt schlimmere LKW-Fahrer als mich hier. Ich muss halt nur manchmal zwei, drei, vier Mal arrangieren. Aber irgendwie kriegen wir es schon hin. So, Bordwände öffne ich mal. Ich habe nämlich Dinge vor. Ja, ich habe Dinge vor. Und zwar, ja, da haben wir ein neues, schönes Fahrgerät aus dem Kramer DLC. Habe ich ja gestern Abend, wenn es noch geklappt hat, vorgestellt, wenn nicht irgendwann in der Nacht. Ja, ist seit heute Aufnahmetag verfügbar, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, seit gestern. Seit dem 15. Dezember 2022 gibt es dieses wunderbare Fahrzeug, einen Teleskoplader im Bausimulator. Ja, wunderbare Sache. Wunderbare Sache. Und ich habe mir gedacht, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, auch nicht im Vorstellungsvideo von den Teilen. Habe ich mir gedacht, okay, warum nicht? Wir können ja auch mal mit dem Ding ein bisschen was vom LKW abladen und da ein bisschen rumarbeiten. Es ist zwar jetzt nicht hier der perfekte Platz dafür, aber da sehen wir auch gleich mal, wie wendig oder unwendig dieses Teil ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es klappen wird. Ich muss auf jeden Fall mit der Gabel mal so ein bisschen runter und dann noch ein bisschen rüber und dann schauen wir einfach mal, ob ich es irgendwie hier hinkriege. Es ist halt jetzt natürlich blöd, dass da der Bürgersteig so ist. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Wenn die Maschine nicht so stoßartig Gas geben würde. Ja, okay, krass, wir haben es auf jeden Fall schon mal dranhängen, aber mehr auch nicht. Ja, das ist halt dieses Problem, dass die Paletten ineinander backen, wenn man die so aufnimmt. Aber egal, lassen wir uns nicht von stören. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass dieses Fahrzeug jetzt dabei ist. Ich habe mir ja ganz, ganz viele Folgen lang gewünscht, dass hier ein Radlader dabei ist, mit dem man die Materialien da runternehmen kann und auf der Baustelle verteilen kann. Aber da hätte man die natürlich nicht in den ersten Stock heben können. Und mit dem Fahrzeug, ich denke mal, wir kriegen die problemlos da oben jetzt hingesetzt. Einfach nur cool. Einfach nur cool. Es funktioniert auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Sache. Freut mich wirklich unglaublich stark, dass wir jetzt dieses Fahrzeug hier dabei haben. Ist die brandneue Fahrzeugklasse, ist im DLC dabei. Teleskoplader. Wie gesagt, kostet 7 Euro auf Steam.
sind ein Radlader noch dabei und ein Kompaktlader. Und halt, wie gesagt, dieser Teleskoplader, der von der Bedienung her eigentlich wirklich ganz cool ist. Ja, dass dieses Palettensystem ein bisschen merkwürdig ist, ist eine andere Sache. Aber ansonsten, fahrzeugtechnisch auf jeden Fall schon mal ganz cool. Auf jeden Fall eine gute Bereicherung für den Bausimulator, würde ich sagen. Werden wir jetzt wahrscheinlich auch öfters mal benutzen, wenn ich mich nicht weiter so sehr mit den Paletten hier ärgern muss. So, ich mach's mal so, dass wir die direkt anheben können. Und man kann natürlich auch die Palette vorne neigen, dass sie nicht runterrutscht. Und wo kommen denn die Sachen denn hin? Die kommen hier hin. Ja, das Fahrzeug ist auch, muss man sagen, richtig wendig eigentlich, weil es hat halt hinten eine Lenkung, es hat vorne eine Lenkung. Und somit können wir auf geringsten Raum eigentlich hier richtig gut rangieren. Wir brauchen somit keinen Stapler auf der Baustelle, wir brauchen eigentlich keinen Radlader mehr mit Palettengabel, weil wir haben jetzt diese Teleskoplader und die sind halt schon sehr, sehr, sehr hilfreich hier. Sehr, sehr, sehr hilfreich. So, wir brauchen jetzt noch die eine Palette mit der Isolierung. Ich will gerade mal aus der Ego-Perspektive versuchen zu arbeiten. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Fail. Ja, es ist halt der blöde Bürgersteig. Da ändert sich natürlich die Höhe von der Palettengabel. Okay. Und das stoßartige Anfahren von den Fahrzeugen im Bausimulator. Da muss man echt viel, viel, viel Feingefühl aufbringen, damit man hier nicht alles demoliert irgendwie. Ich muss die Palettengabel gerade nochmal ein bisschen neigen. Und dann fahren wir da einfach mal rein und zack. Okay, wir haben es schon mal drauf. Wir haben es schon mal drauf. Ich kipp gerade mal so, dass es nicht runterfällt. Dann fahren wir natürlich ein bisschen runter. Aber an sich richtig cool. Ich freue mich so sehr, dass diese Fahrzeugklasse hier mit dabei ist. So sehr. So, so, so sehr. Wie gesagt, ich habe extra ein Video hochgeladen gehabt. Ging knapp 10 Minuten, glaube ich, bei denen ich die ganzen Fahrzeuge nochmal zeige. Also die drei Fahrzeuge, die jetzt hier neu hinzugekommen sind. Damit man die einfach mal schnell sehen kann. So, Palette, Holzbalken, das müsste diese große Palette in der Mitte sein. Ich hoffe, das funktioniert hier auch mit der Gabel. Natürlich wieder ein bisschen so die andere Richtung kippen. Da drunter fahren, wieder ein bisschen anheben, das ein bisschen ablassen. Jawohl. Jawohl. So würde es jetzt runterrutschen. Ich möchte es aber so haben, macht man ja beim normalen Staplerfahren auch. Ist auch immer ganz wichtig. Und ich glaube, diese Palette soll hinten ans Haus. Ich hoffe... Ich glaube, wir können die so nicht draufheben, aber vielleicht kann ich die ja oben abstellen und dann tun wir die einfach mit dem Kran rüberheben. Ich will einfach ein bisschen rumprobieren mit der neuen Maschine. Also ich will einfach ein bisschen rumprobieren. Ich finde es wirklich richtig cool, dass diese Fahrzeugklasse jetzt hier mit dabei ist. Weil ihr seht es ja, dafür ist es halt perfekt. Mit einem Radlader hätten wir hier schon wieder Probleme wahrscheinlich. Aber so, ja, das Gute ist, das Spiel akzeptiert es so, dass ich die so hier hinstelle und rückt es dann wahrscheinlich rum, oder? Ah, nee, ich habe doch Probleme. So, das Spiel hat es aber irgendwie hingebackt. Sehr schön. Na, hat es doch irgendwie geklappt. Es ist aber wirklich cool, dass diese Fahrzeugklasse mit dabei ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Weil ich habe mir wirklich oft gewünscht, dass wir einen Radlader auf den Baustellen benutzen können mit Palettengabel. Problem hat sich jetzt erledigt. Wir haben jetzt einen Teleskoplader. Was einfach eine sehr coole Sache ist. Okay, die ganzen Dachteile. Okay, wir haben unten noch... für die Dachkonstruktion Teile und wir haben hier oben für die Dachkonstruktion Teile. Alles klar, muss ich hier noch irgendwas auspacken? Ne, muss ich nicht. Markierten Bereich räumen, ich muss aber runter. Juhu! Richtig, richtig cool. Und die Karre ist auch gar nicht mal so langsam. Wir sehen es ja auf dem Aufkleber, 40 km/h. Man kann also damit schon ganz normal auf der Straße durch die Gegend rasen. Das ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Jetzt macht es auch ein bisschen mehr Sinn mit den Bordwänden runterklappen und so weiter und so fort. Jetzt hat es auch auf der Baustelle einen Sinn. Vorher war es ja nur beim Baustoffhändler, dass man da hätte einen Stapler nehmen können oder auf dem eigenen Firmengelände. Man hätte den Stapler auch auf die Baustellen bringen können, aber das... Nee. Mit dem Stapler hier auch durch die Erde durchfahren? Nee. Nee. Das gibt's nicht. Deswegen ist schon so ganz cool. Und die anderen zwei Fahrzeuge, die da mit dabei sind, ja, das ist einmal der Kompaktradlader. Der ist ziemlich klein, knuffig, würde ich sagen, fast so Bobcat-Größe. Ja, für Leute, die so gerne kleinere Aufträge sehr realistisch machen wollen mit kleineren Fahrzeugen, ja. Boah, das Drehen dauert mir jetzt gerade zu lange. Ja. Dann ist das Fahrzeug schon okay. Ist ganz knuffig, süß und man kann es sehr gut an Ort und Stelle wenden, weil es halt auch Vorder- und Hinterradsteuerung hat. Oder Vorder- und Hinterachssteuerung.
Und dadurch ist es schon sehr, sehr, sehr wendig. Für kleine Baustellen auf jeden Fall ganz cool, für größere Baustellen nicht zu gebrauchen. Und dann ist halt noch ein normaler Radlader dabei gewesen. Ich kann es ja gerade nochmal ganz kurz hier zeigen. Fuhrpark, wo hab ich's? Einmal der normale Radlader, mittlere Größe würde ich sagen, Teleskoplader und einmal der Kompaktlader, der ganz kleine. Konkurrenz für, wo habe ich die Fahrzeuge? Hier habe ich die gar nicht. Konkurrenz für die Fahrzeuge. Ja, ich würde sagen, der ist vielleicht ein Ticken größer als die Bobcats, aber auch nicht viel. Ja, der mittlere Radlader, ich weiß nicht, mit welchem wir den vergleichen könnten, ist, wie gesagt, mittelgroß. Ist auf jeden Fall nicht der kleinste, ist aber auch nicht der größte. Mittelgroß für mittelgroße Baustellen, auf jeden Fall ganz cool. Highlight ist natürlich halt einfach hier der Teleskoplader. Das ist halt einfach das Highlight. Und für 7 Euro drei Fahrzeuge plus halt die eine neue Fahrzeugklasse finde ich auch human, muss ich sagen. Finde ich in Ordnung. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Also da ist man schon, preislich ist man, würde ich sagen, sehr, sehr menschlich. Das würde bei anderen Herstellern oder anderen Spieleentwicklern das Doppelte bis drei- oder vierfache kosten. Also da ist es schon, ist ja schon in Ordnung auf jeden Fall. Ja, es gab auch zwei Updates, beziehungsweise ein Update, Update 3. Das gab es gestern, das haben wir dann schon, oder mit der Version haben wir dann schon im Livestream gespielt. Heute gab es dann nochmal so ein kleines Update. Ich denke, da werden einfach nur die Fahrzeuge hinzugekommen sein. Dass man die dann nur noch mit dem Kauf quasi für die 7 Euro sich die, das aktiviert, dass man die benutzen kann. Man hat jetzt auch die Möglichkeit, habe ich gelesen, in den Patch Notes. Die Patch Notes waren gestern noch nicht da. Das Update war da, die Patch Notes aber nicht. Laut Patch Notes kann man jetzt auch dieses Material einfangen, was mich hier manchmal auch ein bisschen stört, ausschalten. Müssen wir uns vielleicht auch mal angucken, weil ich finde es manchmal halt nervig, wenn das Material oder das Teil eingefangen wird von und das, die Markierung grün wird, dann kann man diese Materialien einfach manchmal extrem schlecht drehen. Oder die werden komisch hingezogen oder. Wenn man das vielleicht sich ausschaltet, dann hat man das Problem nicht. Vielleicht hat man dann andere Probleme. Deswegen, das müsste man vielleicht einfach dann irgendwann mal ausprobieren. Das war nicht die perfekte Landung, aber okay. Baumaterial auspacken, kriegen wir hin. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal ein bisschen mit meiner Baumaschine hier durch die Gegend fahren, mit meinem Teleskoplader. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Wo muss ich hin? Ich muss irgendwas auspacken. Da, okay. Ich hüpfe hier rum wie so ein kleiner Gummibär. Boah, Gummibärenbande, das war damals eine Serie. Habe ich geliebt, die Gummibärenbande. Kennen bestimmt viele von euch gar nicht mehr. Aber coole Zeichentrickserie auf jeden Fall. Genauso wie Darkwing Duck. Oder Captain Baloo. Eieiei, die guten alten Serien. Ich merke gerade wieder, wie alt ich bin. Naja, was will man machen? Ah, das da drüben war schon die Dachkonstruktion. Alles klar, das sind keine einzelnen Teile gewesen. Das ist schon die Dachkonstruktion. Alles klar. So. Ich denke mal, wir müssen danach wahrscheinlich erstmal wieder Holz abladen. Oder nee, müssen wir nicht. Okay, die Teile entstehen hier einfach. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Manchmal ist dieses Teile einfangen ja auch nicht verkehrt, weil es bremst die Teile halt ein bisschen aus, wenn man zu schnell ist, es würde abgefangen werden. Manchmal zieht es die Teile auch gut hin, aber man, wie gesagt, ich finde es halt nur nervig eigentlich bei diesen Teile einfangen, dass man die dann extrem langsam und schlecht drehen kann. Ja, man könnte die Teile zwar vorher drehen, ich mache es aber meistens nicht so. Ich gehe erst an Position und will die dann hindrehen, so wie sie sich oder so wie sie hingehören oder nochmal feinjustieren. Und es geht halt da ziemlich schwierig. Aber naja. Jedenfalls, angeblich besteht jetzt die Möglichkeit laut Patch Notes, das auszuschalten.
Ich weiß auch nicht, ob dann die Markierungen weg sind, aber ich denke nicht. Irgendwo muss man ja wissen, wo die Teile hinkommen. Irgendwie muss man ja wissen, wo die Teile hinkommen. Vielleicht sind die anderen Teile auf dem LKW doch auch schon für den anderen Auftrag gewesen. Ich weiß es nicht. Weil da haben wir noch ganz viel Holz drauf und ganz viel Stahlgedöns. Bewährungsgitter. Ich weiß ja nicht. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht kommt ja hier noch irgendwas Cooles dran. Vielleicht kommt hier ja noch irgendwas Cooles dran. Vielleicht sind es aber auch, wie gesagt, die Teile schon für den nächsten Auftrag, den ich auch schon aktiviert habe. Da hatten wir auch schon angefangen. Da bin ich auch schon mit der Planierraupe drüber gefahren. Wir machen aber jetzt erstmal hier dieses Holzhaus soweit fertig. Wenn sie es anbietet. So. Pfeiler platzieren. Baumaterial auspacken. Welche Pfeiler mit welchem Baumaterial? Wo ist das Baumaterial? Wo sind die Pfeiler? Okay, haben wir die Dämmung oder? Nee, das war diese Dampffolie, oder? Ist Dämmung. Hier ist es Dämmung. Welche Pfeiler? Wo kriege ich die her? Muss ich die noch irgendwo abholen? Baumaterialien auspacken. Oben? Oben. Okay. Wir packen gerade erstmal alles aus und tun die ganzen Wände dämmen. Mit Holzpaletten und der Dampffolie. Und dann haben wir hier ganz andere Dämmung drin. Holzpfeiler. Sind das die, was hier liegen? Sind das die zwei? Ja, sieht so aus. Die habe ich eben erst gar nicht gesehen. Die habe ich eben erst tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe schon gedacht, wir müssen die irgendwo noch abholen bei einer Schreinerei oder so, Spezialteile. Aber nee. Die waren einfach nur extrem gut versteckt. Die waren einfach nur extrem gut versteckt. Ich hätte eigentlich mal mit unserem Teleskoplader ein Foto schön machen können. Habe ich aber jetzt vergessen. Habe ich aber jetzt vergessen. Ah, schade. Schade. So, wieder Baumaterialien auspacken. Diesmal hier außen. Eigentlich fehlen auch noch die Ziegel und so. Die müssten wir eigentlich auch noch anliefern, aber anscheinend müssen wir es nicht. Ich wollte gerade sagen, es wird bestimmt das Vordach hier. Markierten Bereich räumen. Wir sind fertig. Anscheinend. Halb fertig, aber wir sind fertig. So, demontieren. Erledigt. Was? Baugrube ausheben. Ah, da kommt noch ein Pool dran. Da kommt noch ein Pool hin. Okay, okay, okay. Habe ich noch irgendeinen Bagger hier oder sowas? Na, ich habe die Erdbauwalze hier von Wacker. Ich habe einen Muldenkipper hier. Ich habe meinen Teleskoplader. Ich habe den Betonmischer. Ich habe das Fahrzeug und ich habe hier... Wollen wir damit? Ah, der Pool wird wahrscheinlich tief. Ich bin gerade überlegen, ob ich mal den neuen Radlader hier einfach mal drüber ruckeln lasse und mal gucke, ob der funktioniert. Dass wir einfach die DLC-Fahrzeuge mal einsetzen. Ich hole mir dann einen Bagger. Ich will nur mal gucken, ob der mal mit dem hier gut den Boden da abtragen kann. Ich will nur mal rumprobieren. Warum mache ich eigentlich für die paar Meter eine Schnellreise? Ich weiß es nicht. Oh, das ist nämlich das andere, der andere Radlader, das andere neue Fahrzeug. Ist auch ein bisschen groß für so eine Baustelle vielleicht. Wobei, geht eigentlich. Ich will nur mal gucken, inwiefern man mit dem gut Erde abtragen kann. Funktioniert gut. Funktioniert sogar zu gut. Ich habe den noch nicht ausprobiert, aber funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Habe ich hier einen Muldenkipper da gehabt? Ja, hatte ich. Ich will einfach ein bisschen rumspielen, gerade mit den neuen Fahrzeugen. Ja, merkt man vielleicht. Merkt man vielleicht. Wir machen dann auch wieder demnächst wahrscheinlich realistischere Sachen. Neuer Bagger war leider nicht dabei, da kann ich nicht mit rumspielen. Okay, hier haben wir sogar noch Sachen drin. Ne? Machen wir gerade mal leer. Ich werde auf jeden Fall gleich einen Bagger holen. Ich will noch ein, zwei Schaufeln mit dem neuen Fahrzeug nehmen. Nochmal ein bisschen rumprobieren, rumtesten.
Und dann, ich will mal gucken, ob wir gut da dran kommen beim Abladen. Weil eigentlich sind die, ja, auf jeden Fall. Die Kramer-Fahrzeuge, die gehen schon verdammt hoch. Muss man sagen, da ist schon auf jeden Fall gut Spielraum bei Muldenkipper. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir nochmal hier runter. Ich hätte vielleicht hinten anfangen sollen. Mal gucken, wie geländefähig. Nicht geländefähig, alles klar. Ich hole mir gleich einen Packer. Oh, nein. Okay, er trägt aber ein bisschen komisch stellenweise die Erde ab. Jetzt ist die Schaufel voll, alles klar. Jetzt fällt wieder die Hälfte raus. Okay, okay. Das ist aber, glaube ich, so allgemein Radlader-Problem in Bausimulator. Der ist halt auch für sowas nicht gemacht. Egal, ich wollte es einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ja, wir holen uns jetzt schön das Backerchen und dann... Ich habe nämlich noch nicht getestet, ob die Fahrzeuge funktionieren vom DLC. Das war jetzt so ein kleiner Test, ob sie funktionieren wie die anderen Fahrzeuge. Scheint aber ganz gut zu funktionieren und auch auf jeden Fall haben wir jetzt festgestellt, man kann mit dem Fahrzeug hier problemlos den Muldenkipper beladen, weil wir hatten ja auch schon Radlader, bei dem haben so 1-2 cm gefehlt, bis zum, dass man gescheit abladen konnte. Das wissen wir jetzt somit. Also haben wir da den Test gemacht. So weit, so gut. So, dann mache ich hier mal alles aus. Und ich hole mir mal einen Bagger. Wir hatten ja auch keinen Transport-LKW hier für Fahrzeuge, gell? Ich war ja... Habe ich da schon irgendwas hingestellt gehabt? Nee, nur die Betonpumpe. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Welchen Bagger holen wir denn? Welchen Bagger holen wir denn? Das ist die Frage. Atlas, ich würde gerne einfach mal übertreiben bei dem Auftrag und mal wieder einen größeren Bagger nehmen. Wir hatten nämlich lange auch keinen großen mehr genommen. Wir hatten den letzten Pool haben wir mit dem kleinen Bagger ausgegraben. Oder war das im Livestream? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mal dafür, wir holen uns einfach hier den großen Cat mal wieder oder den Liebherr. Ich meine, es gab auch ein Update, wir könnten theoretisch mal den ganz kleinen wieder benutzen und testen. Aber ich habe ein bisschen Angst davor. Wir holen uns einfach mal wieder den Cat. Das ist der größte Bagger, glaube ich, gewesen. Ich habe aber mal wieder Bock auf großen Bagger. Ja, ich will ja hier ein bisschen durchmischen. Wir mischen alles ein bisschen durch. Ja, beim nächsten Auftrag nehmen wir wieder den kleineren oder mittleren. Vielleicht probieren wir auch wirklich nochmal den kleinen Wacker aus, ob der dann vielleicht mal jetzt nach den weiteren Updates ein bisschen besser funktioniert. Ich habe aber heute irgendwie Bock auf großen Bagger. Man sieht es, der Bagger ist fast größer wie das Haus, aber manchmal muss man auch einfach seinen Größenwahnsinn ausleben, oder? Manchmal muss man einfach seinen Größenwahnsinn ein bisschen ausleben. Ich habe einfach Bock, heute ein bisschen rumzuprobieren, mal wieder was anderes zu machen. Deswegen übertreiben wir überhaupt nicht mit unserem Fahrzeug. Ich habe den aber auch gar nicht mehr so riesig in Erinnerung gehabt jetzt. Aber langsam ist er auf jeden Fall auch. Aber ich denke mal, so haben wir den Pool mit 2-3 Schaufeln ausgehoben. Okay, 2-3 ist ein bisschen übertrieben. Aber ich denke mal, es geht recht schnell. Ich will unbedingt mit dem Teleskoplader noch ein bisschen rumspielen. Aber ich glaube, das wird in der heutigen Folge nichts mehr. Dann machen wir damit in der nächsten Folge dann weiter. Mit dem Rumspielen, mit dem Teleskoplader. So, ich hoffe, der Bagger kommt hier dran. Ich kann natürlich nicht jetzt beim Haus hier vorbeischwenken. Ich muss einmal außen rum, aber das ist jetzt gerade alles mal egal. Ich will einfach ein bisschen Spaß haben mit dem großen Spielzeug. Lange nicht mehr gemacht. Lange keinen Spaß mehr mit dem großen Bagger gehabt. Mal wieder sehen, wie schön schnell sowas gehen kann. Vielleicht komme ich doch am Haus vorbei, wenn ich so komplett hochklappe und einklappe und... Ja. Man muss nur wissen, wie. Darf ich nur nicht vergessen, komplett so hochzufahren und den komplett einzufahren, sonst stand da mal ein Haus, weil ich habe doch ein bisschen Kraft mit dem kleinen Bagger. Mit dem ganz klitzekleinen Bagger hier. Sonst können wir das Haus direkt neu bauen. Aber egal, wir haben ja noch ein bisschen Holz geladen und Krams, das kriegen wir schon hin. Im Ernstfall. Ich habe einfach Bock auf große Maschinerie. Große Maschinen.
Muss halt einfach mal sein. Hatten wir ja wirklich lange nicht mehr. Wir hatten den fast die ganze Zeit in der Kampagne benutzt. Jetzt hatte ich in letzter Zeit den Atlas gerne mal benutzt. Ich hatte mit dem Wacker ja nochmal rumgekämpft. Und so weiter und so fort. Und jetzt wird es einfach mal wieder Zeit für komplett übertriebene Maschine. Man kann ja sagen, man war gerade hier vor Ort. Man war gerade in der Nähe. Deswegen haben wir den benutzt. So, ich muss aber auch gerade den Mullenkipper nochmal ein Stück nach hinten fahren. Und dann können wir den auch gleich mal leeren, wenn ich eh schon drinne bin. So. Warum mache ich eigentlich schon wieder eine Nachtschicht? Das ist gerade die Frage. Warum schon wieder Nachtschicht? Weil die Bilder dann cooler aussehen. Keine Ahnung. Ich arbeite gerne nachts. In der Realität weiß ich nicht. Ich nehme nur nachts gerne Videos auf. Aber ich glaube, arbeiten nicht. Ich bin eigentlich nicht so der Nachtmensch. Wobei halt, wenn ich aufnehme, dann geht's. Dann komme ich gegen die Müdigkeit an. Ansonsten ist bei mir, wenn ich nicht am Computer bin, ist so gegen 9, 10 Uhr Feierabend bei mir. Ich bin ja auch schon so ein bisschen Morgenmuffel, muss ich zugeben. Ich brauche morgens eigentlich immer erstmal meine Ruhe, bis ich dann irgendwann mal hochgefahren bin. Das war aber auch, als ich arbeiten war, immer so. 7.30 Uhr quasi auf der Arbeit gestanden, angefangen. Manche schon hellwach, aber die haben auch Kaffee getrunken, ich ja nicht. Ich habe dann immer erstmal gebraucht bis 10 Uhr. Wollte ich einfach meine Ruhe haben. Habe ich einfach meine Arbeit gemacht, da wollte ich nicht reden. Aber das hat auch jeder gewusst und dann hat es schon funktioniert. Nee, ich weiß nicht. Ich funktioniere nicht. Wenn ich müde bin, dann mache ich mein Zeug, will aber nicht reden, will einfach nur meine Ruhe haben. Aber da bin ich ja nicht der Einzige, der so ist. Wenn ich dann mal wach bin, bin ich wach. Dann ist okay. Dann kann man viel mit mir reden. Aber ich muss halt erstmal wach werden. Und das ist halt, ja, ich bin halt morgens komplett, wenn man mich morgens schon total voll sülzt, dann bin ich morgens komplett gestresst. Dann ist der Tag für mich gelaufen. Ich brauchte immer ein bisschen. So. Haben wir schon 21%. Ganz gemütlich erreicht. Gar keinen Stress gehabt. Ich muss die Folge auch dann unbedingt noch hochladen. Ich sag's ja immer wieder, ein bisschen in Verzug mit allem Möglichen. Und jetzt kann ich Samstag, Sonntag, Montag nicht aufnehmen. Das heißt, ich muss einiges vorproduzieren. Ich habe jetzt morgen noch Zeit, beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, heute den Tag noch Zeit zum Aufnehmen. Und ja, ich hoffe, ich kriege noch alles hin, aber ich denke mal schon. Ich glaube, für Samstag, Sonntag und Montag habe ich jetzt schon alles zusammen aufgenommen, außer Bausimulator. Bausimulator hängt ein bisschen nach. Das ist einfach, weil ich eben gerade eigentlich den Citybus-Manager und den Abrissprofi ein bisschen lieber spiele als den Bausimulator. Deswegen ist das bei mir ein bisschen hinten angestellt. Klar, durch die neuen Fahrzeuge hat man wieder so ein bisschen neuen Schwung gekriegt in die ganze Sache. Aber es sind halt auch nur 3 neue Fahrzeuge, sonst nichts weiter. Ja, mal schauen. Kann halt auch irgendwann mal sein, dass mal mehrere Folgen Abrissprofi kommen und dafür mal keine Bausimulator-Folge, aber es geht halt immer irgendwie weiter. Weil Abrissprofi hätte ich zum Beispiel schon für auch Dienstag, Mittwoch habe ich schon parat. Ist auch schon hochgeladen sogar. Könnte ich notfalls einfach morgens mal vorschieben, statt Bausimulator 2 Folgen Abrissprofi. Aber wäre natürlich beide Projekte gerne gesehen und deswegen versuche ich schon beide Projekte so gut wie möglich immer parat zu haben. So, einmal leeren. Ja, wir schaffen hier wieder die komplette Nacht durch. Kunde hat gesagt, der Pool muss morgen um 11 Uhr fertig sein. Und deswegen muss ich hier durcharbeiten die ganze Nacht. Kunde ist König. Ist halt manchmal so geil, auch im realen Leben. Auch bei uns auf der Arbeit war es manchmal so, da haben Kunden Zeug verlangt, da wo wir dann alle gesagt haben, nö, das ist doch der letzte Blödsinn, dann musst du es nach einer Woche wieder machen lassen, weil es dann schon wieder kaputt ist oder nicht funktioniert oder. Und der Kunde dann immer drauf beruht hat, ja, das wird so gemacht, das funktioniert so, das braucht er so, das ist am günstigsten und am schnellsten. Ja, war halt meistens kurze Zeit später wieder da.
hat es dann halt nochmal richtig bezahlt. Naja, Kunde ist König ist nicht immer gut. Manchmal sollte man auch die Firma hören, die sowas beruflich macht und da viel Erfahrung hat. Naja. Achso, ich muss mal wieder weiter zurückrollen. Also aber auf jeden Fall ein ganz schön tiefer Pool. Hätte ich das mit dem Radlader versucht, komplett auszubaggern, ich glaube, ich hätte Spaß gehabt. Ich glaube, ich wäre da irgendwann nicht mehr rausgekommen. Oder nicht mehr rein. Hm. So, was haben wir denn jetzt? 3.23 Uhr im Spiel. Ich habe es auch noch nie geschafft, im Leben eine komplette Nacht wach zu bleiben. Habe ich noch nie geschafft. Auch Silvester oder so, da ist spätestens bei mir 3, 4 Uhr, wo ich ins Bett falle und dann auch innerhalb 2 Sekunden einschlafe. Ich habe es noch nie geschafft, da irgendwie eine Nacht durchzuhalten. Ich habe es noch nie geschafft. Mein ist auch kein großes Ziel, was man erreichen sollte, aber manche Leute, die machen ja so eine ganze Nacht, feiern die durch oder so, oder wo ich mir denke, da wäre ich schon 30 Mal eingeschlafen. Aber liegt vielleicht auch dran, dass ich keinen Alkohol trinke, dann kannst du dich da vielleicht nicht so wach halten, keine Ahnung. Habe ich noch nie geschafft. Weiß ich noch nicht, ob ich es jemals im Leben schaffen werde. Ich werde ja auch nicht jünger. Das ist ja eh sowas, was total lustig eigentlich ist. Wenn man jünger ist, wenn du da einfach mal so dann bis um 11, 12, 1, 2 Uhr wach bleibst, hast du am nächsten Tag keine Probleme. Ich muss sagen, jetzt, ich bin erst 30. Und wenn ich jetzt mal so eine Nacht bis 1, 2, 3 Uhr wach bleiben würde, ich würde das, glaube ich, eine ganze Woche lang spüren. Das ist... Deswegen, man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger. Genießt es, solange ihr es noch machen könnt. Nacht wach bleiben. Oder lange wach bleiben. So, 48% haben wir lustigerweise erst. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil eigentlich kommt es mir so vor, als hätten wir schon mehr als genug ausgebuddelt. Aber fehlt doch noch ein bisschen was. Ich finde es gerade in der Nacht im Baggern hier ganz gut, weil ich kann am Hand vom Schatten einschätzen, wie weit ich von der Wand weg bin. Und somit kann ich da mit der Schaufel besser hantieren. Das finde ich ganz praktisch gerade. Deswegen habe ich die Nacht jetzt durchgeschafft. So, jetzt habe ich gerade mal auf mein iPad geguckt. Deswegen habe ich die Hauswand gerade eingerissen. Hab mal geguckt, wie lang die Folge geht. Schon wieder 33 Minuten. Wie gesagt, ich muss die Folge heute noch hochladen. Die muss noch die Nacht über dann von YouTube verarbeitet werden. Und wenn ich die zu lange mache, dann kriege ich da vielleicht Probleme. Und dann gibt es morgen ein Video in schlechter Qualität. Falls YouTube damit noch nicht fertig ist. Wobei YouTube da was Neues, Cooles gebracht hat. Und zwar zeigt dir YouTube jetzt bei der Videoverarbeitung an, wie lange es noch ungefähr dauert. Das hast du ja vorher nicht gewusst. Du hast ein Video hochgeladen, dann stand da, wird verarbeitet. Dann hast du dein Video irgendwann mal reingeguckt und hast gesehen, okay, jetzt haben wir schon Anfang 360p oder so. Dann hast du irgendwann schon mal 1080. Bei mir geht es ja dann immer auf die 4K-Auflösung irgendwann hoch. Und das hast, du hast halt vorher nie gewusst, wann wirklich dieser Status erreicht ist. Jetzt steht es halt beim Video-Upload da, wann das Video dann fertig mit der Verarbeitung ist. Das finde ich schon mal eine sehr gute Sache auf jeden Fall. Ist schon recht praktisch. Weil dann kannst du auch so danach planen, wenn das wirklich, ob die Zeiten passen, weiß ich nicht. Aber wenn die Zeiten passen, dann kannst du ja schon mal ein Video hochladen und kannst schon mal über Nacht planen, wann das dann ab morgen früh dann, was weiß ich, ansehbar ist. Für alle veröffentlicht ist. Kann man das alles ein bisschen einplanen. Das finde ich schon gar nicht so verkehrt. Das hat die ganze Zeit gefehlt gehabt. Jetzt weiß ich genau, ich lade ein Video hoch. Hochladen dauert mit meiner aktuellen Internetleitung um die Stunde vielleicht für so ein Video oder halbe Stunde oder na, halbe Stunde nicht. So um die Stunde, Stunde eineinhalb, eine halbe Stunde Video. Und dann geht es quasi nur noch, oder hängt es nur noch an der YouTube-Verarbeitung. Die dauert dann meistens 3, 4, 5 mal so lang wie es hochladen.
Und man wusste halt nie, wie lange. Wenn du jetzt so ein Video hast, was eine Stunde geht, dann kann es schon mal sein, dass dein Video über einen Tag lang verarbeitet wird. Das ist bei mir auch schon öfters mal passiert. Das kann man da schlecht einplanen. Jetzt sieht man aber wenigstens auf der Upload-Seite, wie lange es dauert, bis zum Beispiel 4K erreicht ist. Und dann kann man ja sagen, okay, es dauert noch ab jetzt 5 Stunden, dann kann ich das Video um 10 Uhr morgens freischalten. Für alle. Automatisch. Das ist schon auf jeden Fall ein gutes Feature. Ja, das ist auf jeden Fall nicht die sauberste Baugrube, die ich hier ausgehoben habe. Die Prozentzahlen ändern sich sogar manchmal, wenn man schon längst aus der Baugrube wieder raus ist. Eben gerade hat man nämlich 73% und war schon raus mit der Schaufel. Und auf einmal waren es wieder 72%. Hier passieren merkwürdige Dinge. Ich habe schön einen Erdwall vor mir hochgeschoben. So. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter mit der Baustelle hier. Ich glaube, so tief wie der Pool hier ist, hätte ich das, glaube ich, auch niemals mit einem mittleren oder kleinen Bagger hinbekommen, wenn ich ehrlich sein soll. Wenn ich das jetzt so sehe, wie tief wir hier sind und die kleineren und mittleren Bagger, die haben so die Probleme mit erreichbarer Tiefe. Ja, das ist jetzt fast die maximale Tiefe von dem großen Bagger, wo wir herumbaggern. Ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung, dass wir so einen großen Bagger hier genommen haben. Auch wenn es ein bisschen übertrieben aussieht, aber ich glaube, das war schon in Ordnung. Hatten wir eben nicht schon mal 85%, jetzt haben wir sogar nur noch 80%. Ich bagger wieder Erde hin statt's weg. Was geht denn da ab? Guck mal, wie tief das ist. Ich glaube, die kleinen und mittleren Bagger kommen nicht so tief. Die kommen, glaube ich, gar nicht so tief. Es ist wirklich ein richtig tiefes Poolloch. So, ich würde aber dann sagen, das war's dann wirklich für die Folge. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Poolbau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung. Da vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und gerne auch dem Discord-Server beitreten. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Euer Tommy. Tschüss.